Variante von Ganzkörperarbeit, wieder Stütze, Rotation. Ich drehe, komme zurück auf die Füße. Hopp, wieder ein Split und zurück. Schön ausatmen, zurück. Hier ist fix, sie rotiert, zurück. Sie rotiert, zurück. Danke. Hopp, zweite Variante. Genau das gleiche. Nun jetzt macht sie Hallo mit einem Hand zu der Kamera. Das heißt, sie dreht, sie macht Hallo und zurück. Sie dreht, sie macht Hallo, zurück. Sie dreht, sie macht Hallo, zurück. Wichtig ist, wenn sie dreht, macht sie noch einmal Slow Motion. Sie dreht, sie bleibt in der Höhe von dieser Hand. Sie kommt nicht über, sie kommt zurück. Hopp, andere Seite. Weil wenn sie zu viel kommen würde, ist nicht gut für die Schulter. Und zurück. Okay, zeigen wir noch einmal richtig. Zack, hopp, sehr gut. Bisschen tiefer mit dem Fuß, wenn du hochgehst. Hopp, sehr gut. Zack, hopp, zack, hopp. Okay. Dritte Variante. Sie ist genau gleiche Position. Nun tust sie jetzt das innere Bein hinten bringen. Ab und zurück. Genau, genau gleiche Prinzip. Sie rotiert, wenn sie rotiert, nur bis Höhe von dieser Seite. Und komm zurück. Du darfst deine Ellbogen ein bisschen bewegen. Und zack. Und zurück. Sie tut den Fuß auf den Boden bringen, aber. Hopp. Sie bringt den Fuß auf den Boden. Hopp. Jetzt zeigt sie die nächste Variante, wo sie bewegt den Bein und bleibt einfach gebeugt. Hier, zack. Sie in der Luft. Genau. Und zurück. Wichtig ist, wenn sie zurückkommt, hat sie die Knie und zurück schön parallel oder auseinander. Nicht nach hinten. Okay, nochmals. Und zack. Schön ausatmen. Hopp. Schön ausatmen. Hopp. Okay. Und die letzte Variante. Letzte Variante hier. Sie machen ganz gestreckte Beine. Wieder hopp, zurück. Ganz gestreckt, zurück. Genau gleiche Prinzip, Rotation, nie zu weit weg. Genau, sie wird nicht höher mit dem Fuß. Bleibt schön tief. Sehr gut. Okay. Danke. Und der letzte wäre zum Beispiel mit dem Mountain Climber einfach verbinden. Hier in diese Position, wo ich drei Schritte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.